Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 in meinem Remaster für die Xbox 360. Im letzten Part haben wir das Schloss hier weiter erkundet, hatten richtig viel Spaß bei... Ach, reden wir nicht weiter drüber. Und jetzt sind wir hier in einem sehr merkwürdigen Raum. Wird wohl von der anderen Seite geöffnet. Und ja, wir könnten jetzt hier in der Mitte einfach weitergehen oder wir könnten irgendwo anders lang gehen oder wir könnten dies und das machen und jenes machen und dies und das und jenes machen. Oder wir könnten da lang gehen. Oder wir könnten durch diese blaue Tür hier gehen, die vielleicht diesen Mini-Auftrag auf der Karte darstellt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Also hier ist so ein blauer Punkt, da steht für Mini-Auftrag. Führt mich das hier unten hin? Nee, 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 das führt mich in einen nicht auf der Karte eingezeichneten Raum. Und da hinten haben wir noch einen Schatz, den muss ich mir noch holen. Habe ich irgendwie noch nicht gemacht, habe ich vergessen oder so. Jetzt muss ich allerdings schon wieder cutten. Bis gleich. So. Schauen wir uns die Tür mal an. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Ja, es scheint wirklich irgendein Mini-Schießstandspiel zu sein oder so. Falls ja. Gerade ein bisschen aus der Puste. Falls ja, werde ich hier sehr, sehr abkacken. Boah, kriege ich hier Belohnungen? Geil. Ja, falls ja, dann werde ich hier ziemlich abkacken, weil ich hier nicht aimen kann. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe, Fremde. Wähle die Art. Oh Gott. Schnellfeuergewehr. Das ist kein Schnellfeuergewehr. Was ist das denn für ein Spiel? Was willst du, Fremder? Das ist wirklich sowas. Das kann ich doch gar nicht. Ladezeit. Na, triff! Ja, das wird echt nicht gut enden. Wie gesagt, ich kann auf der Konsole hier absolut nicht aimen. Ach, hätte ich es mir doch nur für den PC gekauft. Sonderpreis gewonnen. Und zwar... Spiel beenden, ja. Sie haben 2 Kronkorken gewonnen. Kronkorken? Was denn für Kronkorken? Nee, wollte ich nicht. Stopp. Inventar ist hier. Kronkorken. Okay. Oh! Das sind Kronkorken. Das ist ein bisschen was anderes, als ich jetzt erwartet habe. Leon mit Gewehr. Und du bist Ada, Ada Wong. Leon, now! Okay, das ist sehr cool. Es gibt, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, auch eine Trophäe für alle Kronkorken sammeln. Aber wie gesagt, das werde ich hier nicht hinbekommen. Deswegen lasse ich das erstmal. Aber nettes Minispiel, nettes Minispiel. Kann ich die Kronkorken dann verkaufen? Will ich eigentlich gar nicht, aber ich will trotzdem mal gucken, ob es geht. Was theoretisch gehen würde, geht nicht, alles klar. Come back anytime. Also dann haben wir jetzt hier noch irgendwo einen Schatz, den ich noch nicht habe. Hier drin oder was? Ja, irgendwo ist hier ein Schatz, aber ich habe keine Ahnung wo. Vielleicht erreiche ich den auch nur von oben. Mal gucken und danach gehe ich aber wirklich erstmal weiter. Weil ich will ja wirklich mal weiterkommen jetzt hier.
Habe mich genug aufgehalten. Da hinten. Ah ja, ich sehe es. Aber wie zum Teufel komme ich da hin? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie ich da hinkommen soll. Gut, also lassen wir das erstmal noch. Um die Ecke. Und weiter mit der Story. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich erstmal ein richtig schön fetter Bossfight. Darauf hätte ich richtig Bock. Also eigentlich irgendwie gerade nicht, aber naja. Das Speichern war erfolgreich. You alright? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Seriously? Ja. What the fuck? Seriously? Okay, wir sind damit jetzt offiziell in Kapitel 3.2. Yay. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ich glaube, es gibt Grund zu feiern. Ashley ist weg. Das ist schön. Ich bin endlich wieder allein. Zwar wahrscheinlich nicht für lange, aber ich bin erstmal wieder allein. Das bereitet mir ganz ein richtig, richtig breites Grinsen. Ich bin glücklich. Okay. Ja, ich habe das gehört, aber ich habe nicht gesehen, woher das kam. It's scary. Karte, wo befinden sich Schätze? In der Kanalisation befindet sich dort hinten ein Schatz. Da muss ich nicht den richtigen Weg links rum, dann links, rechts rum. Alles klar, gut. Ach, und dann komme ich ins obere Stockwerk. Wo dann der Schatz ist, den ich noch nicht habe. Alles klar. Oh nein. Das bereitet mir jetzt Sorgen. Aua, ich wollte es... Au! Wenigstens hat es jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber what the fuck? Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. I don't like this. No, no, no. Hallöchen. Na? Alles fit im Schritt. Okay, wenn man den einen mal in der Ecke oder so hat, dann ist er echt im Arsch. Okay. Oh, TMP-Munition. Man findet halt doch genug TMP-Munition. Ich habe da halt zu viel Munition. Aber wenn ich irgendwann plötzlich keine TMP-Munition mehr habe, dann verkaufe ich das genug. Au, ich hab doch... Scheiße. Das Spiel. Was ich allerdings bald nicht mehr habe, ist... Oh, grünes Auge.
ist Pistolenmunition. Die geht gerade echt ein bisschen zugrunde. Die already. Noch eins oder habe ich erstmal Ruhe? Ich habe erstmal Ruhe. Habe ich ein gelbes Kraut? Ach, Inventar. Nein. Kein gelbes Kraut. Da liegt ein gelbes Kraut. Sieht aus, als sei er kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Ja. Kann man wohl so sagen, wa? Louis Notiz. Oha. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Und unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung der Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Gnadganadas. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirte kennen können ändern können. Oh. Dicrocoelium. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn sie abends kühler werden, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fischs ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern einer Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. What the fuck? Also jetzt nicht what the fuck, weil, hä, was bedeutet das? Sondern what the fuck, weil, what the fuck? Okay, gehen wir erstmal hier lang. Das ist nämlich der Nicht-Story-Weg, wo wir auch noch zu einem Schatz kommen. Diese Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Du trittst alle Türen ein, aber die nicht, oder was? Oh, hier kommt doch bestimmt gleich noch so ein Vieh. So wie der schon wieder aussieht hier. So, hier müsste der Schatz drin sein. What the fudge? Tatsache. Eine Lampe. Grünes Kraut. Ach hey, ich habe nur ein gelbes Kraut. Das werde ich auch direkt mal benutzen. Erstens, weil ich schon ein bisschen Schaden wieder genommen habe. Und zweitens, mehr Energie kann man immer gebrauchen. Kombinieren. Verwenden. Yeah. Aber wirklich, das wusste ich nicht mal, dass ich... dass ich so die Energie, die Gesamtenergie erhöhen kann. Das wusste ich erst durch Building Vocals. Sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus. Wasser ablassen? Ja. Alles klar. Wasser abgelassen. Warum glänzt was? Ist das nur die Lampe oder ist das ein Schatz? Oh nein. Und tot. Leg dich nicht mit mir an, kleines blaues Auge. Womit kann ich das wieder mit irgendeinem Schatz kombinieren oder was? Ich habe jetzt schon ein grünes und ein blaues Auge. Und die gelten auch wirklich als
Schätze und nicht als Objekte. Ha, Tatsache! Untersuchen. Eine Lampe mit zwei Augen. Wahrscheinlich passt da noch ein Auge rein. Ja, dann warte ich mal lieber noch, bis ich ein gelbes oder ein rotes Auge oder so bekomme. Moment, kann ich mir das angucken? Grün? Ja, Tatsache, ein Platz ist noch frei, alles klar. Gut. Aha, diesmal habe ich selbst rausgekriegt. Aber auch nur, weil ich das wusste. Hätte mir nie jemand gesagt, dass man die alten Items da kombinieren könnte, dann wäre ich jetzt auch niemals drauf gekommen, das zu kombinieren. Still alive? Still alive. Dad? Dad. So, mal schauen, hast du das nächste Auge? Jetzt hatte ich noch ein blaues Auge, okay. Jetzt hatte ich allerdings gerade was vergessen. Sprinten wir da nochmal ganz schnell hin. Sorry, ich will das nochmal ganz kurz nachschauen. Und zwar war da doch an der einen Stelle jetzt diese Lampe oder dieses Glitzern an der Decke, wo ich mich gefragt habe, ist das eine Lampe oder ein Schatz? Scheint aber einfach eine Glühbirne zu sein. Ja, ich kann da nicht mal ran schießen, ich kann nur durchschießen. Alles klar. Naja, man kann ja mal gucken. So, mit unserer geilen Morsa C96... War Morsa jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Aber C96 gehen wir jetzt hier... Oder Red 9, stimmt, so heißt es ja hier. Gehen wir jetzt schön weiter. Wo höchstwahrscheinlich gleich nochmal so ein Insektenvieh kommen wird. Ah, Gott sei Dank bin ich nicht blind und entdecke diese Viecher immer. Beziehungsweise kann sie sehen. Und die Geräusche gefallen mir absolut nicht. Seriously, ja. Huh? Oh nein! Ui. So eine Räume mag ich nur jetzt nicht unbedingt. Der erinnert mich gerade sehr stark an einen Ort aus Dark Souls 2, den ich allerdings ziemlich cool fand. Dark Souls 1, sorry, Dark Souls 1 war das. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Ort war. Ich habe Dark Souls 1 noch nur einmal gespielt und nicht mal komplett. Hier noch irgendwas? Nö. Okay, gehen wir weiter. Bidim. Hier finden wir noch einen Schatz. Och Mann, wieso ist das zu? Ob ich da jetzt mal eine Granate runterwerfen soll? Wollen die mich jetzt kriegen? Ach, ich hätte den Kronleuchter runterschießen können, ma. Tschüss. War das jetzt gerade gut oder schlecht, dass die abgehauen sind? Ach, jeder hier hat dann einen Schatz gedroppt, okay. Huch! Na, aber wenigstens habe ich den roten erwischt. Vielleicht hat der einen besonders wertvollen Schatz oder so. Was weiß ich denn? Hallo Händler, machst du auf? Nee, schade. So.
Jetzt sind wir auf jeden Fall bei dem Schatz hier, aber irgendwie bin ich jetzt nicht unbedingt weitergekommen. Eine Maske. Schon wieder eine Maske. Aha. Okay. Eine Maske. Kann ich dich in die Maske setzen? Nein. Okay, gut. Was mache ich denn jetzt mit der Maske? Ah, alles klar, jetzt habe ich erstmal da drüben offen. Gut, gut zu wissen. Ah, ich hätte jetzt auch ganz gern erstmal die Schätze da drüben. Oh. Was? Ernsthaft, die Schätze sind despawned? Das kann nicht euer Ernst sein. Wow, die Schätze sind despawned. Seriously. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Jetzt. Ab einem Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob. Boah. Ich bin jetzt richtig riskant. Oh, danke. Dann muss ich jetzt ganz schnell machen, damit ich die Schätze kriege. Okay, jetzt schnell. Hierhin. Schnell, 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 schnell. Hierhin. Hebel. Komm schon, mach. Ich will echt nicht, dass es verschwindet. Alles mein Geld. Oh, das war äußerst erfolgreich. Oh, apropos reich. Wenn ich das alles verkaufe, bin ich reich. Und der liegt hier immer noch rum. Geil. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen Geld gemacht. So, dann kann ich jetzt mir erstmal schöne Waffe ausrüsten hier. Jetzt nochmal den Schatz holen, die Maske. Ach, erstmal noch dann die Fässer. Jetzt kann ich ganz ruhig machen. Ja, jetzt kann ich ganz ruhig machen. Jetzt despawnt da unten nichts mehr. Aber ich wusste vorher echt nicht, dass es despawnt. Aber gut, dass ich neu gestartet habe, weil ich habe jetzt viel mehr erwischt. Um genau zu sein, wie soll ich sagen? Alle? Nee, runter will ich nicht. Ach, da ist eine Leiter, okay. Moment, das ist doch völliger Schwachsinn, was ich gerade mache. Ich hätte doch auch einfach... Ach, egal. Gut. So, nochmal den Schatz holen. Wie viele Minuten sind wir eigentlich? Huch. Das geht ja noch. Danke für die Maske. Falsches Menü. Schätze. Illuminados Anhänger. Ein Anhänger mit dem Motiv der Los Illuminados. Kann ich dich hiermit kombinieren? Nein. Okay. Gut. Die Maske werde ich nicht verkaufen. Das Auge werde ich auch noch nicht verkaufen. Und die Lampe werde ich auch noch nicht verkaufen, weil da noch ein Platz ist. Ein Platz frei ist. Erstmal speichern und dann hoch zum Laden. Dann erstmal verkaufen und dann mal gucken, was ich daraus alles kriege. Und dann mal gucken, was mir das jetzt überhaupt gebracht hat. Ich meine, ja, ich bin jetzt wieder hier. Toll. Und jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Mal gucken. Ach ja, natürlich, die Tür hier ist offen. Welcome. Ja, verkaufen.
Also, selbst überwältigt. Spinell, die können alle 11 weg. Seidenkristall können alle weg. Blaues Auge, das behalte ich noch. Lampe ist jetzt 13.000 wert, aber da kann vielleicht noch ein Auge rein, ne? Also warten wir noch. Maske behalte ich noch. Illuminatus Anhänger behalte ich mal auch noch. Da frage ich erstmal Bleeding Vocals, ne? Kaufen. Hier habe ich jetzt eigentlich nichts mehr, oder? Pistole will ich nicht. Red 9 habe ich. Punisher will ich nicht. Blacktail will ich nicht. Broken Butterfly finde ich noch. Gewehr will ich nicht. Schrotgewehr habe ich. Sturmgewehr will ich nicht. Sturmgewehr halbautomatisch habe ich. TMP habe ich. Minenwerfer will ich nicht. Raketenwerfer will ich nicht. Schulterstütze Red 9 habe ich. Schulterstütze TMP habe ich. Zielfernrohr Sturmgewehr brauche ich nicht. Zielfernrohr halbautomatisch Sturmgewehr brauche ich, glaube auch erstmal nicht. Zielfernrohr Minenwerfer brauche ich nicht. Der Silverspray habe ich. Gut, dann kann ich tunen. Ich denke mal, auch hier erstmal die Red Nines erst, oder? Feuergeschwindigkeit. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die Feuergeschwindigkeit der Waffe. Numerische Werte bezeichnen Sekunden, okay. Ladegeschwindigkeit. Kapazität. Was gäbe es denn hier noch? Feuerkraft bei der Schrotflinte, oh ja. Ladegeschwindigkeit brauche ich hier nicht. Ja, wohl. Kapazität, nee. Nee, ich glaube, die Schrotflinte werte ich gar nicht auf. Ich weiß, es gibt nur eine Schrotflinte, die wir auch finden und nicht kaufen müssen. Deshalb warte ich, glaube ich, bis dahin noch. Du hier. Boah, auf 8 hoch. Das ist echt eine Menge. Ja, ich glaube, ich mache das hier mal. Is that all? Is that all, stranger? Ich kann es gleich nochmal auf Is that 9. all, stranger? Thank you. Eigentlich wollte ich jetzt noch die Feuergeschwindigkeit hiervon erhöhen, aber das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Es sei denn, ich würde das Dingens verkaufen. Komm, Moment, Moment, Moment. Bevor ich cutte. Ich mache gleich Ende, keine Sorge, aber ganz schnell. Ist er noch online? Er ist noch online. Jo, bist sogar da. Alles ja. Illuminados Anhänger verkaufen. 12k wert. So, na, falls er jetzt nicht innerhalb von 15 Sekunden antwortet, dann, ja, dann mache ich das halt im nächsten Part. Und dann werde ich im nächsten Part halt noch die Feuergeschwindigkeit erhöhen. Ist ja auch nicht so schlimm. Das kann man ja immer mal machen. Gut. Okay, antwortet jetzt gerade nicht, ist also scheinbar noch weg. Um 15:13 Uhr hat er nämlich gesagt, dass er jetzt mal kurz wegfährt und jetzt ist ja knapp 1,5 Stunden später. Also gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.